Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Diablo 3. Und wir haben jetzt geredet, was verkauft und bla bla. Jetzt gehen wir zurück zu Hause. Und versuchen mal in die Ruinen zu gehen. Hoffentlich. Dann ist eine andere Ruine. Oder Höhlen. So, was ist hier? Hier ist nichts. So, Feuer. Gut. Hier runter kann man noch. Das geht noch nicht. Oh ja. Ach, da gehen wir jetzt mal. Ah, vergessen Ruinen. Bald verdammt einzigwälzen Stein, um die gesamte Reise zu verdammt. Tyrion muss ihn zerstören und bald. Bin ich denn jetzt gelandet? Hey. Wir sind uns einig. Kull, der Abtrünnige, muss aufgehalten werden. Er will die Macht der Steine duplizieren und sie sich zu nutzen. Er ist besessen von der Macht des Himmels. Ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, wird uns alle nur in Verdammt stoßen. Wir haben eine große Bäche besiegt. Ich mache jetzt einmal weiter. Gut, ich muss da hier hoch. Noch nicht bereit. In einer Woche brechen wir zu den trostlosen Bogen auf, um Kults versteckte Ressourcen zu finden. Keiner von uns weiß, was er ist. Ich brauche mehr Zeit. Wie weit hat sein Wahn ihn getrieben? Wie viel Macht hat er aus seiner wahnsinnigen Suche angehäuft? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Ich bin schwer verletzt. Ich hab keine Ahnung, so mir das ruhig vor. Ich bin schwer verletzt. Ich
wurde geheilt. Ich bin schwer verletzt. Nicht genug Wut. Ich bin verletzt. Unmöglich. Ich bin geheilt. Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich brauche mir Zeit, wenn ich nach Stille. Ob ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Denn los? Vulkatos, führt meine Hand! Warum fühlt ihr euch leer? Es gibt Teile von mir, die für mich verloren sind. Sie schweben am Rand meines Bewusstseins, knapp außer Reichweite. Gut zu wissen. Mehr ja, braucht mal Zeit, aber trotzdem sind sie alle tot. Andariel war das einzige weibliche Übel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang, verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie, Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Gut zu wissen. Die Frau getötet. Oh, ich mag keinen Treppenstein. Oh, eine Kiste. Schon gesehen. Hey. Gut. Wo ist denn jetzt hin? Mach zurück. Okay. Red mal mit Adria. Da war nix zum Holen. So, ich hab Kohle, ich hab's nicht gemerkt. Wenn du dich weiter so zurückhältst, wirst du nie besser werden. Lea, bist du in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Es tut mir leid, dich so fordern zu müssen, aber es muss getan werden.
Ich weiß. Nochmal oder kann ich reden? Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Ah, jetzt kriegst du es hin. Ich lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren, damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Gut, verspendet. Oh, reden. Mit dem Schuft. Erste Liebe. Ihr sprecht von all diesen Frauen. Es muss doch eine gegeben haben, die ihr wirklich geliebt habt. Ah ja, die Unvernünftige, von der ich schon einmal erzählt habe. Ich habe sie mit jedem Zentimeter meines Herzens geliebt, bevor es hart wie Stein geworden ist. Was ist mit ihr passiert? Nun, sie hat getan, was alle unvernünftigen Frauen tun. Den falschen Mann geheiratet. Warum habt ihr ihn nicht davon abgehalten? Das wäre nicht leicht gewesen. Er war mein Bruder. Oh, hat die hier. Sie werden Reis ausnehmen, wenn sie die unerfüllte Prophezeiung. Wo sind diese Schwestern, die ihr erwähnt habt? Sie hätten wie ich aufwachen sollen. Aber ihre Mission ist bereits vorüber. Wie das? Ich habe zwei von ihnen aufgesucht, bevor ich euch getroffen habe. Sie lagen in ihren Kammern, tot und verstümmelt. Die anderen sind recht weit entfernt und ich befürchte das Schlimmste. Wer könnte sie getötet haben? An ihren Wunden waren Spuren von dämonischer Magie. Der Prophet hätte sie sicherlich beschützen können. Wo ist er nur? Auch tot und wir rechnen wieder. Ich freue mich über jede Gelegenheit, mit euch zu reisen. Oh, Schmied, was Neues. Die Vigin. Erzählt mir mehr von eurer Zeit bei den Vezinen. Als wir uns dem Wagenzug angeschlossen haben, waren wir nur zwei verlorene Seelen. Die Vezinen fanden es unheimlich romantisch. Zwei Liebende auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit. Vielleicht war da sogar etwas Wahres dran. Eine Mystikerin bei den Vezinen hat Miras Talent sofort erkannt. Wir sind eine Weile bei ihnen geblieben, während Mira von ihr gelernt hat. Unterwegs haben wir uns verliebt und geheiratet. Ich habe noch nie etwas Wahrhaftigeres gespürt als meine Liebe zu ihr. Vielleicht haben ihre Zauber dazu geführt, dass ihr euch verliebt habt. Ach, vergesst es. Kommt was Neues? Nein, Gott, da reden wir erstmal mit Tyrael. Der Herr der Lügen. Habt ihr Belial schon einmal bekämpft? Nie offen. Er war noch nie von der Art, die Armeen führt. Immer in den Schatten verborgen, wie sein Mentor Mephisto. Er schmiedet Ränke und Intrigen, die er so geschickt einsetzt, wie ihr eure Waffen. Also einfach nur voll drauf. Lea, Erinnerung an Deckard. Ich vermisse Onkel Deckard so sehr. Es ist schwer, ohne ihn weiterzumachen. Kane wäre stolz auf euch, Lea. So. Danke. Ich mache mich wieder an meine Studie. Okay. Adria. Motive? Nachdem ich vor all diesen Jahren die Zerstörung in Tristram überlebt hatte, habe ich Diablo und seiner Art Rache geschworen. Ich habe dafür alles geopfert. Das ist mein Weg. Und ich werde ihn bis zum bitteren Ende beschreiten. Okay. Und eure Tochter ist bei eurer Seite? Lea bewundert euch sehr. Sie hat ein gutes Herz. Ist das nicht, was ihr euch erhofft hattet? Güte hilft uns in diesen finsteren Zeiten nicht zu überleben. Kaltherzig. Belial und Erzählenstein. Der Herr der Lügen ist gerissen. Er trägt viele Masken, um sein wechselhaftes Wesen vor uns zu verbergen. Aber wir werden ihm gegenüber einen Vorteil haben. Den schwarzen Seelenstein. Er fürchtet seine Macht,
Denn Seelensteine haben schon seine Geschwister besiegt. Und auch er könnte gefangen werden. Oh, hat Angst vor uns. Gut. Sultun Kul, was ist mit dir? Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Nee. Ich will keinen Kopf mit mir rumschleppen. Ja, so von da. Schön. Jetzt trage ich mit mir einen Kopf rum. Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Wo muss ich jetzt? Was faselt ihr da? Oh, mit der Zeit wird sich alles ändern. Mit der Zeit. Lange tot. Nee. Da oben. Ich sollte mich spezialisieren. Ich möchte mehr Zeit, um die Bibliothek von Caldeum zu erkunden, wenn das hier vorbei ist. Ihr ähnelt eurem Onkel mehr, als euch bewusst ist. Vielleicht. Aber es gibt dort bestimmt Bücher über den schwarzen Seelenstein und alles. Etwas, das mir dabei hilft, die Vermutungen meines Onkels zu verstehen. Das hat 23 Monate besiegt. Okay. Gut, komm rein. Ja, da wo ich dich rein durfte. Verschlossen. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Das klingt unfreundlich. Das klingt wirklich unfreundlich. Halt. Ne, gut. Okay. Kann jetzt eines müsst ihr jedoch wissen. Um Kults Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Oh, König. Will jetzt Identität? Habt ihr Belial gefunden? Noch nicht, aber ich habe einige Hinweise. Es ist schwer. Ich habe viele Berater und andere, die mir Tag und Nacht malen. Ich werde ihn finden. Gut. Wie seid ihr hergekommen? Wie könnt ihr vor uns erscheinen? Ich stehe unter strenger Beobachtung. Ich kann den Palast nicht verlassen. Ich habe ein Amulett vom Botschafter der Wüstscherei gestohlen. Ich habe beobachtet, wie er es benutzt hat. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ihr müsst den Stein finden. Überlasst ihn gern mir. Er hat eure Frage nicht wirklich beantwortet. Wie seltsam. Ich halte hier rein.
In der Luft liegt ein fauler Geruch. Uns steht ein Kampf bevor. Es ist Ilia. Solange er lebt, ist ganz Caldeum im Belagerungszustand. Onkel Deckard hatte die Theorie, dass die Dämonenfürsten Dämonen zurücklassen. Ganz so wie wir Fußabdrücke. Ja, je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit verständlich gemacht habe. Das geht noch nicht. Das war ein One-Hit. Das ist ein Gold noch. Daraus habe ich viel gelernt. Ja, schön. Ich vermisse es, mit Onkel Deckard nach verloren gegangenen Artefakten zu suchen. Obwohl es nicht immer ungefährlich war. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich ihn vor einer Armee aus Skeletten wegzerren musste, weil er irgendeinen staubigen alten Wandteppich anstarrte. Die Aquädukte von Caldeum wurden auf Geheiß des Handelskonsortiums geschaffen, nachdem vor 3 Jahrhunderten die Oase von Dalbur entdeckt worden war. Obwohl Caldeum schon viele Jahre lang wohlhabend gewesen war, konnte die Stadt mit einer verlässlichen Wasserquelle noch mehr wachsen. Luxuriöse öffentliche Brunnen wurden errichtet, um allen sauberes Trinkwasser zu geben. Ich brauche mehr Zeit. Zurück in die Hölle und... Das heißt, je mehr Dämonen sind, also von Anfang zu singen, je mehr Dämonen sind, desto näher kommt die Erfüllung. Ich rieche Leichen. Oh, Gott, noch. Keine Sorge. Wir haben sie gefunden, oder etwa nicht? Ach, das ist noch hin mit sich. Gut. Weiß ich, wo ich nicht hingehe. Oh, ich habe über Gold liegen gelassen noch. Vielleicht sein. Ich habe unsere Reisen geliebt, die Welt zu sehen. Die Welt hat sich sehr verändert. Ja, so war es damals nicht.
Hör auf, du Dämon! Oh! Eine Rauchkugel bekommen. Den von euch erfuhren Zaubern erlitten, die Distanzschaden. Was? Ach, Schaden. Das wird nützlich sein. Oh, ja, Rüstung. Oh, oben ist eine Kiste. Wo habe ich da heute lang gesetzt? Hauptsache erstmal Leichen wegjagen. Würde ich auch. Ja. So, bevor wir in die westlichen Ablaufsteuerung gehen, durch die zwei Betten und sage, in der nächsten Folge gehen wir dahin. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.